Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder beim Moviecheck und zu der Filmkritik zu The Sadness. Einem taiwanesischen Gore-Horrorfilm, der gleichzeitig das Erstlingswerk, um nicht zu sagen das Regiedebüt, des kanadischen Nachwuchsregisseurs Rob Jabas ist. Und ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, überall im Internet steht, boah, das ist der krasseste Horror-Gore-Film des Jahres, da kommt bestimmt auch in den nächsten 10 Monaten kein anderer Film dran, der ist einfach nur heftig. Und inwieweit meiner Ansicht nach diese Einschätzung tatsächlich zutrifft oder ob das einfach nur blankes Marketing ist, das erfahrt ihr nunmehr nach dem Intro hier in der Filmkritik. Die Geschichte von The Sadness wird uns aus der Perspektive des taiwanesischen Pärchens Jim und Kat erzählt. Beide wachen eines x-beliebigen Morgens Arm in Arm auf, begehen ihre Morgenroutine, strukturieren ihren gemeinsamen Tagesablauf und verlassen dann gemeinsam die Wohnung. Jim fährt Kat zum Bahnhof, wo sie in den Zug steigt, um zur Arbeit zu fahren. Er dagegen fährt mit seinem Roller weiter, um sich erstmal einen Kaffee zu organisieren. Und beide in ihren unterschiedlichsten Settings und Situationen geraten dann auf einmal in eine wahrlich verrückte und beängstigende Situation, denn um sie herum werden auf einmal alle Menschen wahnsinnig und beginnen sich gegenseitig umzubringen. Und was dahinter steckt, ist anfangs nicht ganz klar, doch es keimt überall in der Bevölkerung der Gedanke auf, dass ein Virus verantwortlich ist dafür, dass die Menschen auf einmal total am Rad drehen und sich gegenseitig vergewaltigen, ermorden und auf jede euch erdenkliche Art und Weise versuchen, Schmerzen zuzuführen. Jim und Kat versuchen derweil, sich zu finden, sich wieder zu vereinen und gemeinsam zu fliehen. Und diesbezüglich kann man sich natürlich dann jetzt die Frage stellen, ja, was will der Film überhaupt? Will er uns einfach nur Torture-Porn-like unterhalten oder will er tatsächlich oder versucht er tatsächlich eine ernsthafte Geschichte, ein ernsthaftes Storytelling hier aufzubauen? Und diesbezüglich muss ich sagen, hat der Film mich überrascht. Wir haben zwar eine typische 0815, der eine Partner sucht den anderen Partner Geschichte, aber in einem sehr authentisch wirkenden Setting. Was meine ich damit? Halte ich es für wahrscheinlich, dass es irgendwelche Viren gibt, die unser Gehirn befallen und uns verrückt machen und deswegen wir auf die Idee kommen, unseren innersten Trieben nachzugehen? Halte ich prinzipiell eher für unwahrscheinlich, aber natürlich nicht für unmöglich. Dementsprechend, das Setting fand ich schon interessant, eben weil es ja auch, man merkt es einfach in der Erzählweise und auch in den Arten und Weisen, wie die Dialoge geschrieben sind, es an sich sogar eine Kritik an der gängigen Corona-Politik ist. Und da muss man jetzt aber schon einen Stopp einhaken, denn Corona-Politik ist ja Ländersache und dementsprechend darf man jetzt nicht der Ansicht verfallen oder dem Irrglauben verfallen, dass der Film hier die taiwanesische Corona-Politik versucht irgendwie zu kritisieren. Das ist nämlich nicht der Fall, explizit und ausdrücklich nicht der Fall, da der Film letzten Endes einfach in ein Korsett gezwungen wurde durch die Produktionsfirma, die gesagt hat, hey, pack das ganze Setting doch mal in eine ja, pandemische Notlage. Und warum ich das so explizit erwähne, ist, weil Taiwan an sich sehr gut, auch von politischer Seite sehr gut, durch die bisherige Covid-19-Pandemie gebracht wurde. Und ich weiß, Covid-19, was labert der da? Hör doch mal bitte auf, ich will jetzt eigentlich was anderes hören. Ich will wissen, ist der Film blutig, ist der brutal, ist der gory? Und ich kann sagen, wenn euch das primär interessiert, dann sage ich euch, ja, ist er. Er ist in jeder erdenklichen Art und Weise äußerst explizit. Er ist jetzt nicht so übelst explizit wie A Serbian Film, aber er ist auf jeden Fall ein Streifen, den ich primär als Gore-Film einschätzen und einordnen würde. Mag ich das? Ich persönlich muss sagen, dass ich entsprechende Gewaltfilme mag, sofern die Gewalt nicht notwendigerweise dafür herhält, um eine fehlende Story zu kaschieren. Das ist meiner Ansicht nach hier nicht der Fall. Es gibt eine Geschichte, eine sehr intensive Geschichte, nämlich die Geschichte, wie Jim versucht, Kat zu finden und vor dem, was er alles gerade erlebt, zu bewahren. Vergewaltigung, Mord und alles Mögliche an sadistischen Quälereien, die man sich vorstellen kann.
Und diese Geschichte ist sehr intensiv und reicht auch aus, für diesen Film als Handlung herzuhalten, weil die Gewalt, vor der Jim Cat bewahren möchte, uns so explizit gezeigt wird und uns so vergegenwärtigt wird, dass man ihm dieses Motiv, ich möchte meine Freundin vor dieser Gewalt bewahren, auch abnimmt und als ausreichend empfindet. Das ist sehr, sehr gut, meiner Ansicht nach, auch vom Drehbuch gelöst worden, dass man die Szenerie so variabel gestaltet hat für beide Hauptcharaktere. Jim, wie gesagt, der eher so in den urbanen Gegenden gerade unterwegs ist, also Straßenzügen, und versucht seinen Weg irgendwie zu seiner Freundin zu bahnen. Und Cat, die beispielsweise in der Straßenbahn bzw. in der U-Bahn unterwegs ist und durch ein ganz anderes Labyrinth, ein ganz anderes urbanes Labyrinth versucht, ihren Weg in Sicherheit zu finden. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Generell auch das Color Grading des Filmes hat mir sehr gut gefallen. Die Beleuchtung hat mir sehr gut gefallen. Also insgesamt, um das Setting stimmig und authentisch zu machen, hat die Kamera, hat die Beleuchtung, hat die Post-Production hier auf jeden Fall einiges geleistet. Was auch derbst die Authentizität dieses Filmes untermalt, ist das Make-up und das generelle Story-Design. Denn das Story-Design selber ist ja auf Gewaltdarstellung getrimmt und da kommen wir um ein Make-up und eine entsprechende Gewaltdarstellung natürlich dann auch nicht herum. Das Make-up, die Art und Weise, wie dann auch Verletzungen dargestellt werden, diese ganze Darstellung von typischen Gore-Elementen wie rumspritzendem Blut und explizite Darstellung von Gedärmen und allen anderen möglichen Sachen, die man sich vorstellen kann in diesem Subgenre des Horrorfilms, all das funktioniert hier tatsächlich sehr, sehr gut und ist kein Selbstzweck. Also in bestimmten Situationen mag es so erscheinen, als sei die Gewalt nur ein Selbstzweck, aber die Gewalt, die gezeigt wird, hat unmittelbare Auswirkungen auf das, was unsere Hauptcharaktere fühlen und empfinden, sowohl in der Situation für sich, aber auch für den anderen, den jeweils anderen Partner. Also Jim für Cat und Cat für Jim. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir auch noch einen sehr interessanten Sidecast, der entsprechende Nebencharaktere mimt, die die Geschichte nicht unbedingt vorantreiben, aber zumindest insofern bereichern, als dass wir als Zuschauer selbst reflektieren können, wie menschliche Abgründe sich in ausweglosen Situationen tatsächlich entwickeln können und auch abbilden können. Das hat mir richtig gut gefallen. Da haben wir entsprechende Charaktere, die offensichtlich sehr sadistisch veranlagt sind, sehr triebhaft gesteuert sind und dementsprechend auch diesen Trieben nachgehen, auf die perversesten Arten und Weisen. Einige Sachen werden sehr explizit gezeigt, andere dagegen wiederum nicht so explizit. Das möchte ich euch nicht vorwegnehmen, die Explizität, weil sie mitunter tatsächlich als Stilmittel hier wesentlich ist und meiner Ansicht nach auch für die Stimmung, für das Gefühl, für die Wahrnehmung des Filmes relevant ist. Dementsprechend, wer auf Gore-Filme oder Splatter-Filme steht. Für mich ist es kein Splatter-Film, für mich ist es tatsächlich eher ein Gore-Film. Die Unterscheidung könnte man ja tatsächlich mal in einem separaten Video diskutieren, aber nicht unbedingt hier. Ist der Film auf jeden Fall sehenswert. Wenn man dann auch noch so ein bisschen Drama möchte, und mit ein bisschen meine ich wirklich nur ein bisschen Drama, der ist bei diesem Film auch goldrichtig. Denn das Ende ist in jeder Form schockierend, typisch für einen Gore-Film, schockierend böse. Und ich muss sagen, auch von der Struktur, so wie man asiatische Gore-Filme kennt. Das hat mir also auch insgesamt gut gefallen. Er hält dem asiatischen Gore-Film quasi die Treue. Er ist eine Hommage an Gore-Klassiker hinsichtlich der Gewaltdarstellung. Ich sage nur Ichi the Killer und alle möglichen anderen Filme, die euch da vielleicht gerade auch rumschwirren, sind auf jeden Fall hier in diesem Film auch wiedererkennend oder erkennbar. Und dementsprechend ist dieser Film einfach nur einzuordnen in einer Reihe von sehr guten Gore-Filmen, die wir schon in den letzten 40 Jahren bekommen haben und ist meiner Ansicht nach auch ganz vorne mit dabei. Diesbezüglich fällt dann auch meine Wertung aus. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es da natürlich auch Unterschiede gibt, Geschmäcker sind unterschiedlich und dementsprechend bin ich auch auf eure Meinung nach meiner Wertung gespannt und lade euch jetzt hier schon mal ein, in den Kommentaren auch eure Meinung zu The Sadness mir und allen anderen mitzuteilen. In der Filmwertung vergebe ich
4 von 5 möglichen Punkten und in der Genrewertung glatte 4,5 von 5 möglichen Punkten. Also insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten für den Film The Sadness. Ich habe euch schon eingeladen zu kommentieren und eure Meinung mitzuteilen. Dementsprechend bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, es war mir ein Vergnügen und schaut euch The Sadness an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und damit adieu und bis zum nächsten Mal. Und vergesst es bitte nicht, Filme sind einfach geil.